Heute mache ich für euch Sahneschnitten. Die sind ebenso ikonisch im Himmelsrand wie die Süßkringel, werden aber weniger häufig gestohlen. Der luftig süße Teig um die Vanillefüllung macht das Dessert so köstlich, dass man fast glauben könnte, man sei gestorben und in Sovngarde eingekehrt. Bevor wir mit den eigentlichen Sahneschnitten anfangen, brauchen wir Vanillesoße. Dafür benötigen wir folgende Zutaten: 350 ml Milch, Speisestärke, Zucker, 2 Eier und Mandelextrakt. So, als erstes geben wir in einen kleinen Topf die Milch. Zwei Esslöffel Speisestärke. Zwei Esslöffel Zucker. Und unsere beiden Eier. Dann rühren wir das Ganze unter langsamem Erwärmen, bis die Eier komplett eingearbeitet sind. Rühren die Soße dann 6 bis 8 Minuten an, und zwar bis sie am Löffel kleben bleibt. Anschließend nehmen wir sie vom Herd und geben das Mandelextrakt hinzu und rühren es ein. Wenn wir das Mandelextrakt eingerührt haben, dann seihen wir das Ganze durch ein Sieb in einen Krug hinein. Wenn wir damit fertig sind, dann verschließen wir den Krug mit Frischhaltefolie und stellen ihn für etwa eine Stunde in den Kühlschrank. Für den Teig benötigen wir folgende Zutaten: 60 Gramm geschmolzene Butter, 300 ml warme Milch, 100 Gramm Zucker, Hefe, Salz, Kardamom und 400 Gramm Allzweckmehl. Als erstes geben wir in eine Schüssel die geschmolzene Butter, die warme Milch, den Zucker und 2 Teelöffel von der Hefe. Dann rühren wir das Ganze um, bis die Hefe gut eingearbeitet ist. Wenn die Hefe gut eingearbeitet ist, geben wir dazu 1/4 Teelöffel Salz und 1 Teelöffel Kardamom und rühren das Ganze ebenfalls gut ein. Wenn das Salz und der Kardamom gut verrührt sind, dann geben wir nach und nach etwas Mehl bei, bis der Teig nicht mehr ganz so klebrig ist und man ihn gut verarbeiten kann. Wenn wir dann das Mehl eingearbeitet haben, bestreuen wir eine Arbeitsfläche mit Mehl und geben den Teig hinzu. Dort kneten wir ihn dann so lange, bis er zurückfedert, wenn man mit dem Finger hineinpiekt.
Wenn wir den Teig dann so weit geknetet haben, dass er zurückfedert, wenn man mit dem Finger reinsticht, packen wir den gesamten Teig zurück in die Schüssel und packen dort Frischhaltefolie drüber. Anschließend stellen wir die Schüssel an einen warmen Ort und lassen den Teig so lange aufgehen, bis er die doppelte Größe erreicht hat. Wenn der Teig aufgegangen ist, drücken wir ihn auf einer eingemähten Oberfläche platt und belegen ein Backblech mit Backpapier und formen anschließend aus dem Teig 10 gleich große Kugeln. Wenn wir dann 10 Bälle geformt haben, decken wir das Ganze ab und lassen es nochmal 30 Minuten aufgehen. Wenn wir den Teig dann weiter aufgehen lassen, bereiten wir so lange die Glasur vor. Dafür nehmen wir ein Ei und etwas Milch und verquillen das miteinander. Dann nehmen wir unsere Teigbälle und drücken sie in der Mitte etwas ein. Dazu benutzen wir entweder unsere Finger oder alternativ, wenn ihr habt, auch ein kleines Glas. Anschließend füllen wir in die eingedrückten Stellen etwas von unserer Vanillesoße. Wenn wir dann unsere Teigbälle alle befüllt haben, dann nehmen wir unsere Eier- und Milchglasur und pinseln damit vorsichtig schön den Rand unserer Sahneschnitten ein. Wenn die Sahneschnitten dann schön goldbraun sind, könnt ihr sie aus dem Ofen nehmen. Und sobald sie abgekühlt sind, könnt ihr sie dann auch schon verzehren. Heute mache ich für euch Sahneschnitten. Dieses Dessert ist ebenso ikonisch in Himmelsrand und beliebt wie die Süßkringel, wird aber weniger gestohlen. Nein, nochmal. Du solltest aber nicht so viel mit dem Buch wackeln. Ja, ich weiß. Bitte. Heute mache ich für euch was? Buch ein bisschen zu dir. Okay. Ja. Warte. Jetzt. Heute mache ich für euch Sahneschnitten. Die sind ebenso ikonisch wie die Süßkringel, werden aber weniger häufig gestohlen. Dazu kommt noch, dass die ganze Himmelsrand beliebt. Ach, Scheiße. Und Mandelextrakt. Was weggeguckt. Ist schon scheiße. Nochmal. Mhm. Solltest du, ja, guck mal, der ist schon zu groß. Ja, kurz belesen ist schon verkehrt. Die Soße ist fertig. Ja. Dann nehmen wir sie vom Herd und rühren das Vanilleeis an. Anschließend nehmen wir sie vom Herd und rühren das Mandelextrakt ein. Warte mal, mach mal bitte aus.
Bremse? Habe ich gerade umsonst in das Ding reingefilmt? Ja, ist ja gut. Gemahlen. Als erstes gehen wir einer in. Und die Hefe. Man verzweifelt an der Hefe. Okay, gute Nongs. Da steht 2 Teelöffel Trockenextrakt. Ja. Übertreib nicht. Ja. Oder Esslöffel? Teelöffel. Das hat die hier für ein Drehrohr. Gelebt. Aua, scheiße. Mann. So, heute bin ich gerade davor, ich war ganz so weg. Ich hab mich an die Dinge geratscht. Oh fuck, ich brauche ein Pflaster. So, bevor der Teig jetzt weitergeht, kannst du den bitte. Die Hefe muss. Ja, die fängt schon an. Okay, gut. Entschuldigung. So. Oder würdest du das machen? Ich würde mir noch mal mehr nehmen. Sicher? Ja. Okay. Wie viel? Alles durch ein mehr. Gut. Zu viel. Wenn wir dann 10 Bälle geformt haben, decken wir das Ganze noch einmal ab und lassen es noch mal für 30 Minuten aufgehen. Wo bleibt das Abdecken? Moment. Nein, das lassen wir so. Da steht nicht drin mit Frischhaltefolie. Ja und? Okay, nochmal. Gut. Ich muss kurz überlegen, wie ich das ein bisschen erkläre. Das ist nämlich sehr kompliziert hervorgegangen. Natürlich, Daumen reindrücken. Ja, das ist sehr schwierig. Ja, Cut. Wenn wir dann alle unsere Teigbälle befüllt haben, dann nehmen wir unsere Eier- und Milchglasur. Fängst du bitte von da an? Danke. Okay. Nochmal. Okay. Hab ich dir gerade eben noch gesagt? Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video und bis dahin, bleibt gesund.